Der RBB 24 veröffentlichte am 30. April 2021 auf seiner Website eine Manöverkritik unserer Show Paillette noch schlimmer. Verfasst von Autorin Ute Büsing, die laut Einleitung ihr vernichtendes Fazit zog. Eine Reaktion der Transvestiten. Hallo. Hallo. Das ist die Ute. Die Ute? Die mag uns gar nicht so gern, ne? Wollen wir mal kurz den Text durchgehen und mal gucken, warum die uns nicht so mag, Weinhaus? Finde ich eine super knorke Idee. Seit wann sagst du Knorke? Na gut, wir fangen mal an. Finde ich eine ultraschrille Idee. Schnaufte. Töfte. Jetzt reicht's aber auch. Sorry Leute, aber so viel schlüpfriges Geschwurbel habe ich lange nicht mehr gehört. Was die Drag Queen Jessica Parker und ihre Sidekick-in Jackie O. Winehouse in einer Stunde möchtegern mondäner unterirdischer Talkshow zusammenquirlen, ist weitgehend nicht zitierfähig und ohnehin irrelevant. Ich bin ja der ewige Sidekick. Ja, offensichtlich, meint die Ute auch, liebe Ute. Die Winehouse ist gar nicht mein Sidekick in der Show, sondern eine gleichberechtigte Moderatöse, genauso wie ich. Da ist niemand Sidekick. Aber guck noch mal richtig rein, dann verstehst du es vielleicht auch. Vor allem auch in den Abspannern wird nämlich noch erwähnt, wer die Redaktion gemacht hat. Und SidekickInnen, und da bin ich ganz froh, dass du zumindest im Radiobeitrag deiner Kritik den Sidekick auch noch in die Kickin gegendert hast, das fand ich eigentlich ganz süß. Aber ich gehe davon aus, dass es von deiner Seite aus eigentlich eher als spitzer Seitenhieb gedacht war. Weil fühlt sich zumindest so an. Die findet dich scheiße. Ja. Ihr von diversen Alkoholiker und Kakao befeuerter Tresen-Trash-Talk auf der BKA-Bühne entbehrt leider wirklich jeder Substanz. Im gehörten Radiobeitrag hat die Ute nur Teile ihres Texts veröffentlicht. Wieso sie das Wort Tunte jetzt beim erwähnten Trash-Talk wegließ, das weiß man nicht. Hier also der weitere Text. Im übergroßen roten T-Shirt mit Fickschlittenaufdruck und nichts als Slip darunter liefert sich Jessica Parker, die seit 2014 zum BKA-Universum gehört, einen Schlagabtausch mit Kollegin Jackie O. Winehouse im eng anliegenden schwarzen Fummel. Gefeiert wird am Donnerstagabend in dieser Ausgabe ihrer Show Paillette noch schlimmer Winehouse Kindergeburtstag, sozusagen im Vorgriff auf den 33. Jahrestag der Berliner Kabarettanstalt am Freitag. Also richtig nachgerechnet haben wir insgesamt nur eine Flasche Billigfusel aufgemacht und die auch tendenziell leer getrunken. So ein Säckchen. Genau, und der Rest war ohne Alkohol. Aber was Schönes ist, dass du einfach die Begrifflichkeit divers aufgegriffen hast. Denn zum Beispiel wir als Moderatetten, wir sind divers, im Gegensatz zu dir. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass du unsere Outfits wahrnimmst. Du bist eine sehr stilsichere Person. Sehr stilsicher. Heute extra nochmal für dich den Fickschlitten angezogen, an dem du dich ja auch so ein bisschen aufreibst. Das ist Merchandising von mir und ist momentan mit das Erfolgreichste auf meinem Merchandising-Kanal. Also irgendwie scheint es ja auch lustig zu sein. Ja. Ihr desaströses Monstrum aus animiertem intimen Gequatsche, Rubriken wie Scheiße Deluxe und Stars, Stars, Stars ist nicht satisfaktionsfähig. Egal ob Jessica und ihre Sidekick-in mit Kochmützen, veganes Tiramisu schlürfen oder einfach nur, wie sie selbst sagen, Scheiße labern. Da hilft es nicht, dass für LGBTQ, das heißt LGBTIQ, Community-Anliegen und tolerantes Miteinander geworben wird. Du Weinhaus, ja. Was ist denn desaströses Monstrum? Also wenn ich es auf die Show beziehe, ist das einzige desaströse Monstrum an dem Abend du gewesen. Stimmt, aber das hat die Ute ja gar nicht gesagt, weil die hat nämlich eigentlich gesagt, dass unsere Show mutiert ist zu einem desaströsen Monstrum. Und das verstehe ich nicht. Ich meine, bei aller transvestitischen Tresen, Tunden, Schwurbeligkeit oder wie sie es nennt, so viel Substanz und Inhalt war ja gar nicht vorhanden, dass es monströs hätte sein können. Ja gut, aber gut, ich glaube, sie wollte einfach mal wieder zeigen, wie scheiße sie uns findet. Ja. Und wir haben auch gar kein Tiramisu geschlürft, weil... Dazu kam es überhaupt dazu nicht. Dazu kam es überhaupt Creme gar nicht. Wurde nämlich gar nicht fertig. Dann hast du vielleicht gar nicht aufgepasst, liebe Ute, weil du vielleicht zwischendurch mal auf Klo warst.
Oder umgeschaltet hast, oder weil umgeschaltet. Du gedacht hast, es sei Werbung. Und die Rubrik Star, Star, Stars heißt übrigens nicht Star, Star, Stars, sondern so Star, Star, Stars und Stars. Und das ist sehr lustig. Ja. Natürlich, aber meine Güte, wir sind ein buntes Abendsunterhaltungsmagazin. Wir sind keine anspruchsvolle Kabarett-Comedy. Wir sind auch nicht die Deutsche Oper. Eben. Und das finden wir eigentlich ganz schön lustig. Und wir sagen auch selber immer über uns, dass wir gerne Scheiße labern. Weil wir uns einfach nicht so ernst nehmen. Und wir nehmen uns weniger ernst, als du wahrscheinlich morgens deinen Schlaf in den Augen ernst nimmst, wenn du aufwachst. Ach so, verstehe. Unsere Show ist einfach auch keine Talkshow, wie sie geschrieben hat, sondern wir sind ein Tunden-Zwiegespräch. Ein Transen-Zwiegespräch. Ein Transen-Zwiegespräch, meinetwegen auch das. Und unsere Zielgruppe ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zwischen 20 und 35 und für alle Junggebliebenen natürlich. Das spricht nicht jede Person an, aber soll es auch gar nicht. Ja, aber dazu ist zu sagen, dass wir trotzdem regelmäßig einer der bestbeklicktesten Livestreams aus dem BKA Hauptstadtstudio sind. Und da sind wir auch ganz stolz drauf. Ja. Da fällt es mir jetzt aber ganz schwer, auf den 33. Geburtstag des hochgeschätzten BKA heute überzuleiten. Den promoten die beiden Talkerinnen auch ununterbrochen, wie sie alles, aber auch alles durch eine ziemlich unangenehme PR-Mühle drehen, wie ihren Skype-Gast Lars Tönz Feuerborn, Gewinner der Gay-Dating-Show Prinz Charming und jetzt Podcast dabei, Schwanz und Ehrlich. Er war eingesprungen, weil die angekündigte Merit Becker kurzfristig abgesagt hatte, was übrigens ziemlich schade war. Du, Jessica? Ja. Ich weiß, dass wir regelmäßig erwähnen, dass die Zusehenden doch zum Beispiel mal ein Antivirus-Ticket erwerben könnten. Fürs oder BKA-Theater. Oder am nächsten Tag auch hätten einschalten können zum 33-jährigen Geburtstag. Ja. Weil, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen und du, Ute, auch, Theater dürfen gerade keine Gäste reinlassen und Theater überleben in der Regel davon, dass sie Gäste und Bareinnahmen haben. Und da das gerade nicht geht, finden wir, dass es unsere Aufgabe ist, die Zusehenden darauf hinzuweisen, dass sie das Theater trotzdem durch das Erwerben von Antivirus-Tickets unterstützen können. Und dass wir unsere eigenen Produkte oder eigenen Shows oder was wir halt auch immer noch während des Lockdowns weiterhin tun oder auch erweitert haben, damit wir irgendwie Einnahmen haben. Wir sind ja Künstlerinnen ohne Jobs gewesen am Anfang des Lockdowns. Das müssen wir machen, weil wir müssen halt auch unsere Miete und unsere Krankenversicherung bezahlen. Wenn dich das stört, tut's mir leid, ist aber so. Es tut sich eine multisexuelle, queere, transvestitische und Transgender-Parallelwelt auf, in der das BKA auch selbstverständlich immer zu Hause war. Nur meistens viel besser gemacht, wie von Ades Zabel und seinen Teufelsbaggern. Ich muss noch mal kurz nachlesen. Ja, lies mal noch mal kurz nach. Eine Transgender-Parallelwelt auf. Was ist das für ein Haus? Ich weiß nicht genau. Also was transgeschlechtlich oder transgender ist, das weiß ich. Und was eine Parallelwelt ist, das weiß ich auch. Wie das mit uns in Verbindung steht, komme ich nicht so ganz dahinter. Was aber für mich so ein bisschen mitschwingt, ist ja Ausgrenzung und Transphobie. Ja, naja, weil die halt ja auch in ihrem Text ganz oft das Wort Trans einbringt, also Transgender und Tunden und Transen und was weiß ich. Und Trans und Trash gelabert. Ja, Trans und Trash. Und immer mit einem negativen Beigeschmack. Ja, ich glaube, dass die halt einfach auch Männer in Frauenkleidern erstmal niveaulos und scheiße findet. Ja. Ja. Oder die findet halt uns einfach nur scheiße. Sie hat ja dann auch gesagt, dass es alles Sabine und Company halt besser verpacken, besser machen. Das mag sein, ja. Aber vielleicht willst du auch einfach nur ganz eingefleischten und langjährigen Kabarettistinnen auf der BKA-Bühne nicht so auf den Schlips treten. Oder auf den Spitzen-BH, je nachdem. Liebe Ute, ich glaube eigentlich, dass du uns einfach nur scheiße findest. Das darfst du ja auch gerne tun, ist ja eine freie Welt. Aber wenn du das nächste Mal einen Text über uns oder andere KünstlerInnen schreibst, dann gib dir auch ein bisschen mehr Mühe und versuch wenigstens ein bisschen was Gutes reinzuschreiben. Wir sind halt beide auch einfach nur arme Künstlerinnen und wir haben auch eine Seele und manchmal tut so ein Text weh. Das stimmt. Also ich will mich jetzt auch nicht beschweren, soll sie machen, was sie will, aber meine Güte. Ute, komm, streng dich an. Und weil du ja unsere dauerhafte PR-Mühle so geil fandest, knipse ich die jetzt nochmal für dich. Mach mal. Oh. Ja. Am 17.05. gibt es eine Spezialausgabe von Paillette noch schlimmer zum Thema Eider Hobbit, dem internationalen Tag gegen Homo, Trans, Inter und Biphobie. Und wenn du ein bisschen mehr Inhalt möchtest und weniger Gesaufe auf der Bühne, schalt doch ein. Wir wollen dir zeigen, dass wir auch anders können.
Finde ich gut. Und weißt du was, mein Weinhaus? Ich glaube, die war einfach nur sauer, dass die Merit Becker abgesagt hat. Ja, eigentlich wollte sie Merit zerlegen und weil die abgesagt hat, hat sie sich halt als nächstes Opfer uns zwei ausgesucht. Tschüss, bis bald. Weise! Ich muss die Mühle noch ausmachen. Ach so, ja. Oh! Sharing is caring.